Also ich bin Glenn Pinnick, bin Professor an den Universitäten Iowa und ich unterrichte europäische Geschichte, deutsche Geschichte, Kolonialismus und teilweise auch Migration und Immigration. Es gibt kein bestimmtes Indianerbild unter den Deutschen, es gibt mehrere. Aber die haben so eine gemeinsame Urkunde, könnte man sagen. So, ich glaube, die Interesse an den Indianern unter den Deutschen also man könnte zurück zu Kolumbus gehen, aber es fängt wirklich mit Alexander von Humboldt an und James Fenimore Cooper und teilweise auch Tacitus. Die Deutschen haben von Humboldt gelesen oder gehört, genau während der Zeit, in der James Fenimore Cooper oder kurz vorher, während James Fenimore Cooper seine Lederstrumpf-Erzählungen herausgebracht hat. Und dann gleichzeitig war Tacitus sehr populär. Dann hat man so Gedanken über die Deutschen als Stämme im Wälde, die Indianer als Stämme im Wälde. Und dann hat Humboldt praktisch darüber erzählt, wie man eigentlich nach Nordamerika gehen könnte, die so die Urmenschen sehen, Menschen wie uns. Und viele andere Reisende, Wissenschaftler sind nach Humboldt gegangen, auch Schriftsteller. Also auf einer Seite kommt ganz viel wissenschaftliche Information von wissenschaftlichen Reisenden aus den Vereinigten Staaten, aus Nordamerika, überhaupt in Deutschland. Und die Deutschen haben das gelesen. Aber auf der anderen Seite war die Literatur, wie James Fenimore Cooper, aber Mühlhausen, Gerstädte und viele andere sehr, sehr wichtig, über den 19. Jahrhundert. Und ich meine, viele Leute kennen Karl May und seine Geschichten, aber Karl May hat meistens von seinen Informationen genau aus diesen Büchern bekommen. Wer hat Karl May gelesen? Alle. Egal, ob die Rosa Luxemburg und Liebknecht waren oder auf der anderen Seite ganz im Rechten und Hitler und die Nazis. Die Nazis haben den Indianer instrumentalisiert, aber fast alle Leute haben es auch gemacht, haben andere verschiedene Bilder durchgesetzt. Ich meine, wenn ich es nach, so wenn man sieht, wie es sich entwickelt über die Zeit, hat es damit zu tun, mit so teilweise mit Trivialliteratur. Im 19. Jahrhundert gab es ganz viel wissenschaftliche Informationen über Indianer. Ziemlich präzis. Dann kommt Buffalo Bill, Vogelschauen, Karl May, Comicbooks, Spielzeuge. Am Anfang, sehr interessante Spielzeuge waren ganz genau nach wissenschaftlicher Information bestimmt, aber nach und nach waren die alle Winnetou-Spielzeuge. Ja. Das heißt, dass es gab immer so eine Vereinfachung, Verallgemeinung bei Ideen von Indianern. Also auf einer Spur. Auf der anderen Spur kommt immer noch die Drang, die Interesse an mehr Information, mehr Präzis, mehr Aktualität, mehr Authentizität. Und das heißt, dass viele andere Schriftsteller und Wissenschaftler haben immer bestimmt, ich weiß mehr, ich weiß besser über die Indianer als die vorher geschrieben haben. Und dann gab es einen Wettbewerb, besonders im 20. Jahrhundert, zwischen Leuten wie Karl May auf einer Seite und dann später Stäuben. Und dann später Leselotte Wetzkopf Henrich im Osten. Das sieht man auch in den Filmen, den Winnetou-Filmen oder den Filmen aus dem Osten. Es ist auch ein Teil von dem Witz in den Shooters Manitous gleichzeitig. Und ich glaube, jeder Deutsche versteht das teilweise, dass die Indianer kämpfen gegen Unrecht. Ob es richtig ist oder nicht, ist auch teilweise egal. Da kann man auch eine seelische Interesse finde, so einer, der mitmacht, wenn man auch gegen Unrecht kämpfen muss.